Herzlich willkommen zurück zu Trackmania Turbo mit Anne, Nancy, Grant, Krabs, Kunda, McFly, Nils und Sachse. Ich hoffe, da unten ist keiner mehr, weil weiter runter scrollen kann ich nicht. Liquid ist noch. Liquid ist noch unterm Sachsen. Quark, Quark. Ja. Er hat sich versteckt unterm Liquid Sachsen. Liquid ist unterm Sachsen, Leute. Schon ziemlich... Hilf mir hier raus! Ziemlich fragwürdig. Es ist so dunkel. Okay. Das kommt natürlich auch gleich mit so einer nicht anfängerfreundlichen Strecke an. Wir fahren Custom-Strecken, also die sind nicht offiziell. Ich bin direkt die guten Autos hier, ey. Oh Gott! Kundran übt wieder rückwärts einparken. Aber ich bin verwirrt. Ich weiß nicht, wo ich lang war. Und was machst du dann da? Die ganze Zeit. Nein, wieso sag ich sowas? So, heute sind wir besonders viele. Ist mal wieder was anderes. Ich glaube, wir füllen allein den Server schon mit 10 Mann oder so. Ja. Ah, Nils wieder vor mir. Das war so schön, als Nils nicht da war. Nee, das müsste ich gleich nochmal machen. In den Servernamen posten. Hätte ich das vorher gemacht, wenn die Leute von uns natürlich wieder nicht drauf. Achso. Wie heißt er noch? Jackie Man oder so? Jackie. Ja, doch, so. Oben links steht das die ganze Zeit. Nee. So durch. Ah ja, da. Ja, Jackie Marley. Oh, wer hat das hier gemacht? Leckys Server. So, wir hatten gerade vor der Aufnahme eine lustige Diskussion. Ab heute, also ab Tag der Aufnahme, nicht wenn ihr das seht, gibt es die 5-Euro-Münze. Ich hätte mir lieber einen 1-Euro-Schein gewünscht, aber wir haben eine 5-Euro-Münze bekommen. Ja, wunderbar. Den 1-Euro-Schein. Alle, die gerne in Stripclub sind, ne? Scheine sind doch viel geiler als Münzen. Weißt du, ich finde Münzen geiler. Also klar, zum Handhaben finde ich Münzen auch viel nervig, zu schwer. Aber irgendwie... Was, wie soll ich denn mein YouTube-Money in Münzen in mein Portemonnaie kriegen? Wenn die groß genug werden. Das wäre voll cool, dann würde ich auch mal Scheine bekommen vom YouTube-Geld. Dann verkaufen sich so Portemonnaie-Rucksäcke, weil alle so richtig viele Münzen im Rucksack haben. Dann weiß man sofort, wen man überfallen soll. Ist doch aber generell so das First-World-Problem, dass man sich darüber beschwert, dass das Portemonnaie in der Tasche nicht richtig sitzt, weil man zu viel Geld drin hat. Ja, zu viel Kleingeld, ja. Ja, Kleingeld. Es kostet ja auch alles 9,99 €, damit du auch dieses Drecks Kleingeld auf jeden Fall bekommst. Ich sag immer zu den Kassierern, die sollen das behalten. Machen die das? Ja, machen die. Okay. Mach ich aber auch immer. Ja, ich hasse das können, nämlich. Ich hasse das auch. Manchmal lasse ich auch einfach fallen. Und ey, kleiner Junge hinter dir. Wie kommt das aus dem Wasser raus? Da sollst du gar nicht rein. Der schmeißt einen Hausparty. Das ist bei McDonald's. Da kannst du die Dinger ja direkt spenden. Entfernen drücken. Ja, bei Kaufland auch. Bei Kaufland kannst du sagen, aufrunden, bitte. Kannst es auch direkt spenden, weil da immer so eine Box steht. Dann schmeißt du mir in die Box rein. Ob die es dann jetzt wirklich spenden, ist mir relativ. Aber dann ist das Geld weg. Spenden sie dem Vorstandsvorsitzenden. Aufrunden, bitte? Aufrunden, bitte, kannst du bei Kaufland. Das war mal so eine Aktion gewesen. Gibt's immer noch bei Kaufland. In Holland wird das zum Beispiel gemacht. In Holland machen die es automatisch. Da kannst du es nicht sagen. Dann machen die automatisch auch. Ja, ist so. Wirklich jetzt. Ohne Witz. Es gibt da keine, es werden keine 1 und 2 Cent mehr, genau, mehr geprägt. Weil ja, die Dinger in der Herstellung teurer kostet als die kostet irgendwas 89 € zum geben so rum. Genau. 100 €. So runden die in Luxemburg. Auf die Vorkommastelle gerundet. Ja, aber in Dänemark sind sie auch da, sind sie auch am überlegen, ob sie die kleinen, also alles unter einem... Ihr habt doch nicht mal Betrag so gesehen. Ja, aber ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, ne? Weil eure Währung ist doch eh nichts wert. Der Trick war ja, dass es billiger wirkt. Es kostet ja 9,99 €, weil es billiger aussieht als 10 €. Na, das ist ja Fang. Ja. So, und das soll ja, das stört die Leute jetzt auf einmal. Da soll 100 stehen, nicht 99. Was geht denn mit dem Cent? Es kostet 100 € und du kriegst einen Cent. Der ist dir dann auch eigentlich relativ egal. Das ist wie beim Tanz. Nicht, wenn du Schotte bist, ey. Oder, Schotte. Jetzt, Anne, keine rassistischen Ausdrücke. Mann. Anne, keine bösen Wörter. Denkt sie wieder an was ganz anderes. Die alten Leiern hier wollen wir nicht hören, Anne. Ja? Die alten Leiern über Schwaben, okay, ich halte mich zurück. Damals, als 5 Nullen gestrichen wurden. Schwaben nennt man die, alles klar. Ich weiß ja nicht, was du so Schwaben nennst. Fuck. Alles Nancy klar, kriecht Max hier über die Strecke. Ja, das sagt der richtige Maxi, ey. Man fährt so oft, fährst doch selber so lahm. Sehe ich das ist gar nicht genau wahr. Die beste Zeit gilt. Also, ach nee? Du versuchst auf Zeit zu fahren. Es ist natürlich gerade, dass Anne zum ersten Mal dabei ist und wir spielen Custom-Strecken, die ja schon von vornherein ein bisschen ausgelegt sind, schwerer zu sein. Genau das erste Mal dabei. Gut, Anne. Ja, aber du bist ein Mann. Einfach rückwärts weiter. Boah. Aber raus. Das heißt ja, dass Anne nicht mein Trackmania-Let's Play gesehen hat.
Das ist schon böse. Wieso ist Nils so gut, ey? Der hat wieder die ganze Woche trainiert. Ich hab gestern einmal gespielt, um heute nicht mich völlig zu verändern. Siehste? Also mehr habe ich auch. Boah, Kundran hat die ganze Zeit gespielt, habe ich gesehen. Aber war es nicht so. Fünfter, immerhin. Ich hab das letzte Mal vor 2 Wochen. Nee, wann haben wir gespielt? Letzte Woche? Wann haben wir Trickmania gespielt? Letzte Woche. Aber um nochmal das Thema aufzugreifen: 5 Euro Münze. Findet ihr das eher gut oder eher schlecht? Oder ist das scheißegal? Ist mir scheißegal. Ich finde die Münze kacke. 5 Euro Münze ist scheiße. Vollkommen useless, wird immer nur schwerer im Portemonnaie. Bargeld abschaffen, nur mit Karte zahlen. Also ich finde es aus sentimentalen Gründen irgendwie cool, weil früher hat man so von den Omis immer so ein 5-Mark-Stück bekommen. Du meinst ein Heiermann? Ja, aber du kannst nur in Deutschland damit bezahlen. Es gab echt 5-Mark-Stücke? Ja, das ist so sentimental. Max? Ja, auf die Schüsse sentimental. So alt bist du auch noch nicht. Gab es nicht sogar ein 10-Mark-Stück? Ja, nur als Sonderprägung. Ach stimmt, ja, die gab es als Sonderprägung. Ja, das war aber auch so Sonderprägung. Oh Gott! Was? Es gab auch schon 10-Euro-Stücke. Ich lerne heute voll viel über Geschichte. Wir einfach alle dagegen gebrennt sind gerade. Wir hatten damals also 5 Mark Stück. Doch, Nils, in Euro gibt's noch nicht immer. Normal, und 10 Mark gab's am Ende auch. Oh normal. Mein damals Gott. Oh, was ist das für eine Strecke? Ich fahr auch erstmal in jedes Loch rein oder so. Liquid nimmt jedes Loch mit. So, aber ja, es gibt ja. Gerim war noch unterm Sachsen. Was an der Sache halt stört, ist, du zahlst jetzt irgendwie was, keine Ahnung, 10 Euro kostet und du gibst einen 20er ab. Und dann kriegst du. Bei Münzen würde mir mega auf den Sack gehen, wenn er dann 2-5 Euro Münzen bekommt, ja, statt einen Schein. Ja, aber in Deutschland nutzen, das ist ja das Schlimme, weil der ganze Sache, wo ist er das hin? Ja gut, aber du kannst es auf die Bank bringen und dir einen Schein packen lassen. Boah, also scheiße, muss man schnell sein. Wie oft bist du denn im Ausland? Also das ja, muss man da echt rüberspringen? Nein, also ich bin mega oft im Ausland. Ich glaube ehrlich gesagt, wo muss man dass du das Ding wirst im Zahlungsverkehr. Also, nee, glaube ich auch nicht. Das ist wie es wird sein wie mit den 10 Mark Münzen damals. Renz, du musst nach links, du musst hier auf eine andere Plattform springen. Also, ich weiß. Ja 2,5. Ich habe den Sprung aber nicht geschafft, leider. Nee, du bist auch mega weit geflogen. Du musstest, Weil so viele Menschen gibt es in Deutschland ja gar nicht. Was? 2,5 Millionen? Könnte jeder eine haben. Ja, gibt's einen Bug in der Liste, habe ich gehört. Oh, nicht diese Ritze da, ey. Was ist das für eine Besucherritze da, ey? Aber wer sammlermäßig unterwegs sein möchte, es gibt noch eine besondere Edition davon. Falscher Weg, Daru. Die ist aber schon ausverkauft. Nein. Leute, es gibt einen Bug in der Liste. Warum? Bist du Erster? Ja. Der Einzige, der ins Ziel gefahren ist. Nils, ich weiß nicht, aber es ist vielleicht interessant. Nils hat vor der Aufnahme gesagt, er hat noch nie mit Mark bezahlt. Ziemlich witzig eigentlich. Ja, aber viele Zuschauer wissen auch nicht. Sind ja viele Zuschauer wissen das. Ja, jetzt die Sache. Habt ihr das Euro-Starter-Paket? Ja. Nee. Ich hab's aufgerissen an dem Tag, wo ich's bekommen habe. Ich auch. Es gab ein Euro-Starter-Paket. Ja, da war jede Münze einmal drin. Okay. Also, eingeschweißt. Das konntest du auf eBay mega gut verkaufen, weil sich irgendwelche ausländischen Münzsammler davon über. Ja, stimmt, die Geld alle Münzen halt haben wollten von jedem Land. Hat man denn früher, also wir haben ja gerade schon mal über Münzsammeln gesprochen oder so, ich weiß, ich habe früher Euros gesammelt. Hat man früher auch Mark gesammelt? Nee, das waren ja nur Deutsche. Oder Währungen aus unterschiedlichen Ländern? Ja, das habe ich gemacht. Ja, doch. Ich habe immer Münzen aufgehoben. Manchmal kommen ja zufällig irgendwelche ausländischen Münzen, sonst Portemonnaie aus Griechenland oder was weiß ich früher. Genau. Und die habe ich dann auch mal aufgehoben. Weil ich weiß, ich war früher mal als Kind extra in Luxemburg, nur um mir die Münzen dazu zu holen. Weil man die hier sonst nirgendwo gekriegt hat. Weil die Finnischen sind auch immer so selten, ne? Genau. Den habe ich sogar komplett gesetzt. Ich habe damals nur geguckt, ob man ein paar Münzen verkaufen kann, wenn die selten waren. Weil da stand ja das Jahr drauf, da stand ja so Buchstaben mit drauf. Und wenn du die und die Kombination hattest, davon gibt es ein XY Stück oder die sogar mit einem Prägungsfehler. Das war damals auch ein großes Thema. Ja, Prägungsfehler, genau. Ja. Stimmt, ja. Prägungsfehler, ja. Muss man jetzt lang? Oh Gott, okay. Ja, es ist der Ehrgarten schlechthin. Es ist auch so mit den Schatten und allem, es ist total ungesichert. Okay, ich muss nochmal neu machen, Krebs ist noch vor mir. Ja, du spielst zum ersten Mal, ey. So. Ja. Da freut man sich, dass man erster ist, zack, schlägt Frankreich wieder zu. Nein. Schlägt Frankreich wieder zu. Boah, der hat eine echt gute Zeit. Alter. Puh. Wobei deine schon eine schlechte Zeit. Ach du Heilige. Also, ich war auch gerade noch dritter SB. Ich hab die mich zu überholen. Darf ich noch eine Runde oder ist vorbei? Schaff's noch. Schaff's noch. Ja, 42 hab ich gebraucht. Ja.
Ach, Alter, Mann, fast der. Boah, wie der eine hier lang brettert, ey. Ich komme überhaupt nicht hinterher. Auf jeden Fall ein interessantes Thema und ja, die Münze kommt auch aus unserem Land, ne? Die wurde ja hier gemacht. Also ich finde Designed. Fall nicht schlimm. Sie sieht aber cool aus. Wegen des Gewichts in der Tasche, falls ich sie mal haben sollte, weil ich das finde ich zum Beispiel bei 2-Euro-Stücken auch nicht schlimm. Das ist aber halt auch okay, Training. Ich habe halt lange kein YouTube mehr gemacht. Ich habe wenig YouTube-Money. Nein! Oh nein! So. Also weniger als früher. Letzte Woche ja, noch unbedingt. Wie gesagt, oh, mag stört es, dass ernst? Es jetzt passieren könnte, dass du anstatt einen 5-Euro-Schein hast mich noch überholt in der Minute. Eine 5-Euro-Münze zurückbekommen. Nee, ich war schon die ganze Zeit. Dann kannst du ja sagen, behalten Sie den Rest. Aber also dann ganz gehst du in den nächsten Laden oder gehst du direkt an die Kasse, sagst du entweder nee, ich hätte lieber einen Schein oder können Sie das bitte wechseln und dann kriegst du was anderes. Was für eine Drecksmap. Aber ja, stimmt, ist das nicht auch für Kassen problematisch? Die meisten sind doch jetzt so auf das momentane Münzmuster ausgerichtet, oder? Die Kassenproduktionswirtschaft wird angekurbelt. Genau, was machen denn Verkaufsautomaten? So, und die Frage geht an die Zuschauer, denn wir sind fertig, Leute. Schaut gerne bei den anderen vorbei, die Links sind in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao. Haut rein! Tschüss! Tschüss.